Hey, was haben Sie da eben versteckt? Gar nichts. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Ich habe gesehen, dass Sie etwas gegessen haben. Und dann haben Sie es versteckt, als Sie mich gesehen haben. Was war es? Ach was, ich habe gar nichts gegessen. Oh doch, es war ein langes, gelbes Ding. Und wenn schon, da ist eine ganze Kiste geliefert worden. Und ich bringe den Rest zum Server, sobald ich meine nächste Pause habe. Das ist Nahrung für den haarigen Dämon im Gasthaus? Was für ein Dämon? Das ist ein Affe. Ein was? Ein Affe. Und Affen mögen Bananen. Und ich auch. Ist es für Lebewesen nicht gefährlich, Dämonennahrung zu sich zu nehmen? Ach was, Bananen sind lecker. Der Affe ist ganz verrückt danach. Ist es für Lebewesen nicht... Ach, ist es... Ach was. Geben Sie mir eine Banane zum Probieren? Nee, ich habe schon zwei gegessen und der Affe braucht ja auch noch welche. Tut mir leid. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss die Stadt bewachen. Sie wollen noch mehr davon essen, stimmt's? Vielleicht. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon, was willst du? Wegen des Essens für den haarigen Dämon. Ja? Woher haben Sie die Dämonennahrung? Die Rollenspielfirma schickt jede Woche eine Kiste per Luftfracht. Ich nehme sie in Empfang und bringe sie ins Gasthaus. Vielleicht kann ich die Bananen ins Gasthaus bringen. Ich helfe gern. Nein, es gehört zu meinem Aufgabenbereich. Und du musst schließlich noch Diplom-Magier werden. Und es stört niemanden, wenn sie sich jedes Mal ein paar von den Dingern genehmigen? Naja, so ganz offiziell ist das vielleicht nicht. Und wenn ich dem Erzmagier davon erzähle, würde er sie dann nicht bestrafen? Vielleicht, aber... Wie willst du zum Erzmagier raufkommen? Hast du ein Magier-Diplom? Die beiden Spieler regen sich sehr über technische Schwierigkeiten bei ihrem Rollenspiel auf. Ja und? Könnten die Schwierigkeiten damit zusammenhängen, dass dem haarigen Dämon sein Essen vorenthalten wird? Na, also... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie wäre es, wenn wir den Händler und den Zaubererlehrer fragen, ob sie das für möglich halten? Immerhin zahlen sie viel Geld dafür, dass das Spiel funktioniert. Also, ich... Und falls es doch an den fehlenden Früchten liegt, wollen sie vielleicht ihr Geld zurück. Also schön, hier hast du eine Banane. Du musst die Schale abziehen, bevor du sie essen kannst. Und nun verschwinde. Vielen Dank. Vielleicht kann ich ihn damit ablenken. Hey, Dämon, schau mal, was ich hier habe. Was ist denn jetzt? Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Ich habe ein Lag. Lag! Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden.
Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und Folie. Für eine dritte Beschwerde hat es nicht mehr gereicht. Aber die beiden haben aufgehört zu spielen. Das ist das Entscheidende. Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Es klebt. Die Maschine ist völlig tot. Ohne den Server scheint nicht zu laufen. Der Krämer sieht nicht sehr glücklich aus. Ich hoffe, er hilft mir trotzdem weiter. Hallo, Herr Krämer! Was willst du? Ich frage mich, warum Sie so missmutig aussehen. Das dürfte dich wohl kaum etwas angehen, oder? Das nicht gerade, aber... Alles geht den Bach runter. Alles. Na ja. Meine schönen Marktstände sind abgebrannt, mein Laden ist geschlossen. Und alles nur wegen dieses Dreckspacks. Sie meinen die Schattenarmee? Unsere eigenen Anführer. Anstatt da herumzuschlawinern, sollten sie lieber mal hart durchgreifen. Ging früher doch auch. Früher habe ich 500 Pfeile am Tag verkauft. Mana-Tränke, noch und nöcher, Stärkungselixiere, Unverwundbarkeitstränke, all das gute Zeug. Aber heute kauft niemand mehr. Alle tot. Und wen kümmern meine Umsätze? Niemanden. Wie schrecklich. Und dann auch noch dieser verdammte König der Diebe. Der stiehlt mir noch die Wurst vom Brot, wenn ich nicht aufpasse. Der König der Diebe? Wer soll das sein? Eine elende, diebische Ratte. Sie hat alles Essbare aus meinem Stand gestohlen, während ich WoB gespielt habe. Hat früher schon häufig lange Finger gemacht. Aber seitdem alle anderen Händler weg sind, klaut sie nur noch bei mir. Finde ich nicht ganz unlogisch. Ach was, unfair ist das. Aber mit uns ehrlichen Händlern kann man es ja machen. Wenn ich den König der Diebe für Sie fange, was wäre Ihnen das wert? Du? Was soll ein Winzling wie du schon gegen den König der Diebe ausrichten? Der König ist noch ein gutes Stück kleiner als ich. Außerdem habe ich Erfahrung in der Rattenjagd. Naja, schaden kann es wohl nichts. Aber ich will ihn nicht fangen. Ich will ihn tot sehen. Töten? Also ich weiß nicht. Hier ist mein Angebot. Du tötest die Ratte und bringst mir ihre Maske als Beweis. Dafür kannst du dir dann 3 Sachen aus meinem feinen Sortiment aussuchen. Und beeil dich, ich bin bald weg hier. Was soll ein ehrlicher, hart arbeitender Händler noch an solch einem Ort? Ich will meine Rache und dann meinen Frieden. Ich bringe Ihnen die Maske des Königs der Diebe und darf mir dafür 3 Sachen aus Ihrem Sortiment aussuchen? So sieht es aus. Wenn du es nicht schaffst, werde ich Söldner anheuern. Ich will diese Ratte! Ich darf nicht in die obere Stadt. Dabei muss ich ganz dringend den Erzmagier treffen. Sag nichts. Die elende Stadtwache lässt dich nicht durch. Ich lebe seit über 30 Jahren in dieser Stadt und war noch nie dort oben. Wir sollen zahlen, damit die hohen Herrschaften fein in ihrer oberen Stadt leben können. Aber reinlassen wollen sie uns nicht. Zum Glück zahle ich schon aus Prinzip keine Steuern. Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Magierdiplome haben Sie nicht zufällig. Oder vielleicht Einladungen des Erzmagiers. Sind geradeaus.
Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Oh. Ui. Kann ich dir helfen? Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges. Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Hat er Ihnen was getan? Nein, es ist... Wir kennen uns nur schon verdammt lang. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger, sein Idealismus, sein... Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder? So ist es. Nein, so ist es nicht! Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnom. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus Magie gewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Das hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nie.